So, weiter geht's. Wir sind jetzt in Shuttered. Patrick. Wer Shuttered nicht kennt, das ist die neutrale Hauptstadt innerhalb von Burning Crusade. Oh mein Gott, ist sie süß. Oh mein Gott, wie konnte ich denn daran nicht mehr denken? Wie konnte ich das nur vergessen? Die wichtigste Sache im Universum. Ja! Wie konnte ich das denn vergessen? Ich hatte die ganze Zeit überlegt, wieso spiele ich euch ein paar Tage und keinen Morgen? Ganz einfach. Kannst du mal bitte die nächste Stelle machen? Ja! Und wie sie dabei auch noch grinst. Wie konnte ich vergessen, dass die weiblichen Panaren in Karamell-Dansen tanzen? Ja, ohne Musik ist das echt bescheuert, aber ich glaube, die Musik ist gesichert auf YouTube. Also das werde ich nicht riskieren, die einzublenden. Egal, was wollen wir machen? Genau, Kinderwoche. Ein ganz besonderes kleines Mädchen wird sich sehr darüber freuen, euch zum Freund zu haben und sei es für eine kurze Zeit. Nehmt diese Pfeife, ihr könnt mir das Kind rufen, dessen Patenschaft ihr übernommen habt. Hab ich das? Diese Patenschaft wird nicht lange dauern, solange die Kinderwoche dauert. Bleibt sauber. Okay, benutzt die Pfeife, das ist Draenei-Waisenkenntnis, okay. Hi. Ihr müsst der Abenteurer sein, der in der Kinderwoche meine Patin ist. Immerhin eine Woche im Jahr. Ich bin Dorna, freue mich euch sehr, euch kennenzulernen. Für einen Moment sieht sie sehr traurig aus. Mutter und Vater wurden im Krieg getötet. Ich bin schon mein ganzes Leben lang im Waisenhaus. Es ist wirklich schön dort, aber ich wollte immer gerne die Welt sehen. Ich habe eine Liste mit allen Orten gemacht, die ich gerne sehen würde. Wenn es euch nichts ausmacht. Also, Punkt. Wir werden so viel Spaß zusammen haben. Das glaube ich nicht. Also auch 3 plus 2 wahrscheinlich. Hier ist ein dunkles Portal. Was sind denn das für Punkte? Mal sehen. Auf welchen Drachen bin ich noch nicht geritten? Habe ich den Zwillingsdrachen schon genommen? Nehmen wir doch. Nee, das ist ein anderer. Ich will nur mal die ganz normalen Drachen zeigen. Na, nicht die scheiße Drachenschildkröte, Mensch. Ja. Prinzipien und so. So, schwarzer Reitdrache, den habe ich nämlich auch. Zoom. Für all die, die es interessiert, interessiert es überhaupt wen, wie viel Pet Mounts ich habe? Ich glaube nicht. Wie viele Mounts habe ich eigentlich im Moment? Ich habe 135 Mounts. Ich habe allerdings auch noch nicht alle Ziegen. Ich habe nicht alle Kraniche. Ich habe nicht alle Wolkenschlangen. Ich habe nicht den Wasserläufer. Ich habe nicht die Onyx-Schlange. Die habe ich noch nicht zu Ende gemacht. Und natürlich die beiden Ingenieurs-Mounts habe ich nicht. Die Rakete und das andere Ding. Also ich könnte diesen grünen Geleiter haben, wenn ich mehr Gold hätte. Habe ich aber nicht. Mein gesamtes Gold beläuft sich aktuell auf ca. 8000 Gold. Das ist ein bisschen sehr wenig, um sich die meisten Mounts zu holen. Wenn mal irgendwer 100.000 Gold übrig hat oder so, kann er sie mir gerne zuschicken. Allerdings glaube ich, dass mir eher der linke Hoden abfällt, bevor das jemand macht. Toll, das heißt, wenn mir jetzt jemand 100.000 Gold schickt, muss ich live aufnehmen, wie ich meinen linken Hoden abhacke. Das dürfte ziemlich lustig werden. Lustig in Anführungsstrichen, so lustig wie die Amputation eines linken Hoden nochmal ist. Ich könnte den aber auf YouTube verlosen. Hast du den Onyx Panther? Nein, ich habe diese. Ah ja, diese Juwelenmons habe ich auch nicht. Auch sogar als ich World of Warcraft aktiv gespielt habe, war es mir einfach zu blöd. Und ich war zu geizig, mir diese Mounts zu holen. Nein! Ich gebe keine 20.000 Gold für einen Mount aus, was zwar fliegen kann, aber im Prinzip das Modell eines normalen Panthers hat. Nein, das mache ich nicht. Nazgul schreit. Okay. Ich weiß nicht wirklich, was da gerade passiert ist, aber ich denke mal, entweder hat Nazgul jemanden angegriffen oder jemand hat diesen komischen Endboss unten unter der Festung der Träume vernichtet, da wo die Ponys leben. Ich kenne die ganzen Namen nicht mehr. Was war das noch? Nee, das wollte ich aufmachen. Mal sehen, wie sieht es eigentlich mit Schlachtzügen hier aus? Gibt es schon was Neues? Thron des Donners. Die habe ich alle noch nicht gemacht. Oh mein Gott, bist du hässlich. Radem befahl sein Zauber, eine Entartung zu schaffen, die in den Herzen seiner Gefolgsleute sehen und das Verrat entdecken können. Dank diesem wurde Durmo zum Leben erweckt. Das kluge Wesen gehorchte seinen Meistern stolz bis zum Tod des Donnerkönigs, nachdem er in die labyrinthartigen Korridore der Zitadelle verschwand. Erst vor kurzem ist Durmo von dem Mogo so gut wie gegessen aus seinem Versteck aufgetaucht. Desintegrationsstrahl, heilige Scheiße, was es da nicht alles für Sachen gibt. Ja, doch, das wäre interessant mal wieder zu sehen. Nicht so interessant, aber interessant. Die Insel des Donners an sich, das Questgebiet, interessiert mich wesentlich mehr. So, dann schau dir mal das dunkle Portal an. Beim Licht!
Für unsere Kinder und Zukunft der Allianz. Die Legion darf nicht obsiegen. Boah, so ein Level 60 Charakter, wie geil. Na, sagst du noch was dazu? Nö, offensichtlich nicht. Habe ich jetzt irgendeinen Drachen noch nicht benutzt? Schwarzen Drachen, Sandsteindrache, der zählt nicht. Bronzen hatte ich. Ja, die hatte ich alle. Mal sehen, das erste Flugmann von oben, was doof aussieht. Irgendein peinliches. Auch nehmen wir doch den Netherrochen. Netherrochen, den habe ich auch lange nicht benutzt. Wirp. Wirp. Okay, er fliegt nicht so schwierig, kurvig wie. Wie die Wolkenschlangen. Ring der Beobachtung gebracht. Der Ring der Beobachtung ist ein schnell. Dann ist er hier. Da ist der RS-Stieg, aber wo ist der Ring der Beobachtung? Das ist der Ring der Beobachtung. Okay, dann machen wir erst hier runter und dann dahin. Und dann kommen noch zwei Dinge dazu, die hoffentlich nicht so weit entfernt sind. Ich glaube, sie will noch Adal sehen, aber das glaube ich nicht. Adal ist ja direkt in Shadrat. Was wären denn? Was kann die noch sehen wollen? Ich glaube sogar, dass es nicht so lang war wie die Kinderwoche bei Dalaran. Wie bei Dalaran. Was werde ich aktuell noch so spielen? Ich wollte ja mal ein bisschen Offscreen erzählen. Mirko, einer meiner Lieblings-Let's Player, macht das ja auch, dass er einfach mal in einem Let's Play erzählt, was er demnächst für Projekte spielt. Und seine Abonnenten finden das toll. Die finden das töffig. Also wieso soll ich das nicht auch machen? Mal Gott, nur das Rollo aufmachen. Blödes Rollo. Es besteht bei mir aus drei Teilen. Meist nervt das echt ab. So. Ich spiele aktuell Faze. Das ist ein neues Jump'n'Run, Rätsel, Bastel, Hinterherschieben und Drehspiel. Macht wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen. Ich spiele Cairo als neues Projekt. Ich werde Scribblenauts United anfangen. Tidal Tempest hat sich das für sich gespielt, um gekauft, um das zu Let's Playen, aber sie findet es nicht so toll. Ich werde es Let's Playen. Resident Evil würde ich gerne Let's Playen, aber Ich schau mir das beim Mason Ratties an, und wenn man nicht weiß, wo der ganze Scheiß ist, dann läuft man echt ein halbes Universum lang im Kreis und sucht nach irgendwelchen Sachen, wird gebissen, getötet und was weiß ich. Und das ist ein bisschen sehr, in meiner Vorstellung, sehr nervig. Aber ansonsten, so neue Projekte kommen uns eigentlich nicht dazu. Ich will Half-Life irgendwann mal endlich durchspielen, da komme ich gut voran, aber ich nehme es erstmal ohne Livestream auf, weil Livestream lenkt ab und ich bin sowieso schon scheiße in dem Spiel und Scheiße in einem Spiel sein plus Scheiße machen im Livestream heißt super Scheiße Let's Player. Gleich LTF. Aber ansonsten, was gibt's sonst so? Arbeit gut, Gesundheit gut, Familie gut, Freundinnen gut, Essen gut, mein Magen ist voll und ich habe Pepsi. Pepsi hat mir noch zu sein. Die besten Let's Player kennt man daran, dass sie selbst einen Flug, so wie diesen, irgendwie kommentieren können, ohne sich dabei vollkommen bescheuert vorzukommen. Und selbst wenn sie sich vollkommen bescheuert vorkommen, jetzt irgendwie so drehen zu können, dass man die nebenbei hat laufen lassen, das wäre du, der du dir gerade einen runterholst zu meiner Stimme, oder du. Wie sagt man das bei Frauen? Ich dachte, ich wäre der größte Perverse auf der Welt, aber wie sagt man das bei Frauen? Der Mann holt sich gerade einen runter und die Frau? Ich weiß es nicht. Oh, wow! Ist dies der Ort, von dem all die anderen herkommen? Helf mir! Was? Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott! Durch den Himmel angeschaut? Heiliger! Was wird denn das? Haben wir das jetzt hergerufen, deine Eltern? Nö. Okay, dann eben nicht. Was kann noch fliegen? Der kann fliegen, dunkler Phönix kann fliegen. Das sieht aber alles so gut aus. Ich will irgendwas Albernes. Der kann nicht fliegen. Ach, immer wegen großen Greif, was soll's. Eins meiner Lieblingsmounts. Einfach nur, weil er wirklich an Oldschool World of Warcraft erinnert. Und gleichzeitig hoffe ich auch, dass sie irgendwann die ganzen alten Greife durch diesen ersetzen, das Modell. Wobei ich, seit ich gesehen habe, dass es von Ragnarok Online 2 wirklich allmählich glaube, dass sie wirklich irgendwann World of Warcraft 2 rausbringen können. Es ist ja auch bei Ragnarok 2 dieselbe Welt, aber eben komplett umgebaut, neue Grafik, neue Systeme und so, auch wenn das in Deutschland noch nicht veröffentlicht ist.
was hoffentlich noch kommt, was ich aber nicht glaube, was ich schade finde, aber ist auch egal. Ich spiele ja World of Warcraft. Was wollte ich überhaupt sagen? Ich meine, ich glaube, es wird irgendwann World of Warcraft 2 kommen. Sagen, dieses Spiel Geld bringt, bringen Sie es raus, machen Sie es weiter, bringen Add-ons, aber irgendwann, wenn es kein Geld mehr bringt, werden Sie es komplett überarbeiten. Auch grafisch wird es dann komplett überarbeitet werden. Kann gut sein, kann schlecht sein, ich weiß es nicht. Und der Livestream bietet auch keine Einfluss, deswegen werde ich einfach dazu übergehen und sagen, Männer holen sich einen runter, Frauen holen sich einen runter. Sie wollen doch Gleichberechtigung, oder? Um noch 19 Sekunden, ich mache diese Folge auch ein bisschen länger. Mache ich das? Nö, eigentlich mache ich das nicht. Ich glaube, ich mache die nächste einfach ein bisschen kürzer. Oh nein, ich habe mal die 11 Minuten schon wieder voll. Warum sind die denn hier? Ach, die levelt hier. Es ist so ungewöhnlich, wenn man in alten Gebieten Leute sieht, da denke ich mal, was wollt ihr denn hier? Bis ich sehe, oh, das Level. Oh, 11 Minuten.